Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Vorab erschreckt nicht vor der Länge des Videos, sie ist absolut berechtigt, denn der Gameplay Trailer rund um Season 12 kam raus. Er geht über 4 Minuten, ich zeige euch erstmal den Trailer in kompletter Länge ohne mein Gesafte. Dann gibt es eine fette Analyse und zusätzlich kriegen wir eine komplette Erklärung auf der EA-Seite, wie der neuen vs. 9 Modus funktioniert. Genau deswegen ist dieses Video so verdammt lang. Es gibt auch eine Menge allgemein in diesem actionlastigen Trailer zu sehen und sicherlich auch aufgrund der Action zu übersehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren vervollständigen. Und was ich schon mal rausgesehen habe, kleiner Spoiler, ich denke eine 4-Map-Rotation gesehen zu haben. Wie die aussieht, ist natürlich noch unklar, aber ich könnte mir vorstellen, Split 1 in Ranked Olympus, vielleicht in Split 2 wieder Stormpoint und als Public Maps nochmal 2 Maps im ersten Split und im zweiten Split dann die anderen beiden Maps. Ich glaube nicht, dass es alle 4 gleichzeitig sind, aber ich würde mich freuen, wenn es doch alle gleichzeitig sind. Dann habe ich auch keine neue Waffe im Trailer gesehen, was ich sehr, sehr schade, aber berechtigt irgendwo finde. Und was ich noch bemerken wollte, bevor es jetzt losgeht, ich bin auf eure Meinung zum neuen vs. 9 Modus gespannt, denn ich glaube, dass dieser Modus, mal abgesehen davon, dass der erstmal nur 3 Wochen limitiert ist, glaube ich fest, dass der irgendwann, vielleicht auch Mitte der Season, als fester Bestandteil noch kommt, vielleicht auch irgendwann mit einem Ranked-Modus. Was ich aber eigentlich sagen wollte, der ein oder andere hat euch, hat vielleicht mal Prise Salz oder Flanzino verfolgt bei den Turnieren auf Twitch. Und ich weiß, dass viele inklusive mir bestätigen, dass so ein Turnier zwar eine geile Idee ist und noch Bock macht mitzumachen, aber als Zuschauer selber die Runden meistens so lahm sind, weil sich keiner die Blöße geben will, schnell rauszufliegen, das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ, gegen diese Turniere, sondern die meiste Action ist tatsächlich im Endfight. Und hier der 9 vs. 9 Modus, ich glaube, der kann richtig reinknallen für alle Creator und ich könnte mir vorstellen, Prise, Flanzino, Old McMorris, Chantal, also She's Got Aim, Eddie Drew, wie sie alle heißen, die auf YouTube und auf Twitch unterwegs sind. Wenn wir uns mal zusammenfinden, so 9 vs. 9 Creator Clash, keine Ahnung, das könnte eine richtig, richtig, richtig fette Sache sein. Und vor allem, wenn du drauf gehst, gibst du dir nicht die Blöße, du wirst gerespawnt und bist sofort am Start. Alle Einzelheiten, wie alles funktioniert, jetzt. Also wie gesagt, es ist berechtigt, dass dieses Video so fucking lange geht. Viel Spaß. You were supposed to be my executioner. I'm just getting started. And so are we. Welcome to Control, an entirely new way to enjoy the Apex games. The rules are simple. Two teams of 9 compete. Legends gain points for their team by controlling set locations. The team with the most points at the end of the match wins. You lost. Take it. The brainchild of beloved philanthropist and interstellar genius Duardo Silva, this brand new mode gives the people what they want. A blood sport the whole family can enjoy. Bloody dirtbags! Cheer for your favorite legends as they battle for control of spectacular locations across the Outlands. What can I say? I love what I do. The longer they hold on, the more points they earn. You better run from Gibraltar. Right, I. Why should death be the end of the road? In Control, it's nothing more than a speed bump. Watch out! Here I come, brother! Get back in there, slugger. Congrats, you bloody lations. Whether you're discovering miracle cures, let's have fun, friend, or battling enemy legends, teamwork is imperative. With bigger teams than ever before, follow the tunnel. The legends will have to find new ways to get the best out of their squad. Incoming! And if a legend's performance makes the fans happy, we'll make that legend happy with our all-new ratings leader title. Great job, Seer. Exquisite. Tune in this season to find out who will take control. Victory is assured. And now, let's extend a hearty welcome to your new legend. I'm no legend. I'm a bloody warlord. After a speedy and fair trial,
War criminal Mad Maggie has been humanely sentenced to die in the Apex games. But Maggie is no easy prey. What she lacks in empathy and basic human decency, she makes up for in stubbornness and raw ferocity. Who wants to die first? And while her impotent rage is merely delaying the inevitable, it's sure to keep us all entertained. Oh, hop and I'll pop and I'll execute the whole bloody lot of you! Fistalbo! A dastardly sneak attack orchestrated by Mad Maggie has wreaked havoc on Olympus, teleporting objects and buildings across the city. Maggie's sabotage has upended the natural order. The legends will need to adapt quickly to their new surroundings to have any hope of surviving. Of course, there's more to life than just survival. I know what I like, and I know how to get it. That's why our legends are able to express themselves to their heart's content. This outfit could use some high-caliber accessories. Thanks to bold new leadership, the Apex games are going to be more exciting than ever. We guarantee madness will take control. Can't stop, won't stop. Charged and ready. Who's ready to pull some G's? It's showtime! Fly. Fight. Win. Marvelous. What can I say? I'm here to break the game. Here comes a little old school. The hunt begins. This mask has seen life through death. With each victory, I rise to a new Avi. And with that, blessed is your departure. For Arthur. Alles klar, fetter Trailer, ich bin auf eure Meinung gespannt. Jetzt zeige ich euch erstmal die Skills von Maggie. Sie sind ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Wir fangen mit der taktischen Fähigkeit an. Krawallbohrer heißt sie. Feuere einen Bohrer ab, der Gegner durch Hindernisse verbrennt. Ursprünglich hieß es eigentlich zerstört Türen, zerstört Fallen und desorientiert Gegner. Leck mich am Arsch. Ich denke, es funktioniert genauso wie die Knuckle-Cluster-Granate von Fuse. Du feuerst die ab. Aber Brandschaden ist heftig. Was aktuell nicht klar ist, ob diese Falle nur gegen andere Türen und Traps funktioniert oder ob man dieses Teil auch auf den Boden ballern kann, sodass man einen Gegner, der vielleicht vor euch steht oder ein bisschen weiter weg ist, auch so oder auch direkt den Gegner anschießen kann. Müssen wir mal sehen, aber ich denke schon. Dann haben wir als passive Fähigkeit Warlords Wut, markiere Gegner, denen du Schaden zugefügt hast und laufe mit einer Schrotflinte schneller. Ich habe im letzten Video über die Affinität rund um Schrotflinten gesprochen. Jetzt ist klar, hast du eine Schrotflinte an Bord, läufst du schneller. Aber ich gehe davon aus, dass du ein bisschen langsamer als Bangalore rennst, wenn ihre Passive gerade aktiv ist. Was allerdings nicht klar ist, ob es auch reicht, wenn die Schrotflinte geholstert ist und du vielleicht zum Beispiel gerade in Action eine 301 in der Hand hältst und eine, keine Ahnung, eine EVA 8 hinten auf dem Rücken trägst. Das muss man sehen und vor allen Dingen bin ich gespannt, was das Gegnermarkieren bedeutet. Ich kann mir jetzt ehrlich nicht vorstellen, dass Gegner genauso wie bei der Seer Ulti oder bei der Seer taktischen Fähigkeit oder bei einem Scan und so weiter so markiert sind, dass die durch Wände sichtbar sind. Und vor allen Dingen, wie werden die markiert? Mit jedem Schuss, egal welche Waffe, oder muss es eine Shotgun sein? Das ist alles noch ein bisschen unklar und vor allen Dingen, wie lange markiert, bla bla bla. Also das, finde ich, klingt auf jeden Fall schon echt heftig für eine Passive. Und die Abrissbirne ist die ultimative Fähigkeit. Wirf eine Kugel, die Beschleunigungskissen erzeugt und in der Nähe von Gegnern explodiert. Und ich denke, wir sehen aus dem Trailer raus, ich habe erst überlegt, Beschleunigungskissen, was willst du denn damit? Beschleunigt dich das selber, läufst du da drüber und du rennst schneller? Das glaube ich eher nicht. Ich denke, das soll einfach nur bedeuten, dass pro Aufkommen ein Kissen erzeugt wird
was die Kugel weiter beschleunigt, damit die quasi weiterrollt und irgendwann explodieren. Diese Dinger, ich könnte mir auf jeden Fall in kleineren Zonen vorstellen, dass diese Fähigkeit richtig reinknallt. So, das haben wir jetzt. Gehen wir kurz auf die EA-Seite. Dort zeige ich euch grob. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es eine Menge Text ist, wie der 9 vs. 9 Modus funktioniert. Er ähnelt sehr natürlich dem Kontrollmodus von COD, wie ich es mir schon denken konnte. Was ich nicht rausgelesen habe, ob man Legenden doppeln kann. Das heißt, spielen zum Beispiel in einem Team 2 Lifelines oder 3 oder 9, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es geht, aber es wird ja auch nicht explizit benannt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es geht. Also 9 vs. 9 ist klar. Wir respawnen unendlich oft. Ziel ist es, die Zonen einzunehmen, A, B und C. Und es funktioniert so, für jede Sekunde, dass du oder einer deiner Teammates in so einer Zone ist, bekommst du Punkte. Wer am Ende 1250 Punkte hat, gewinnt die Runde. Und es gibt Besonderheiten. Zum einen respawnst du natürlich immer und immer wieder. Was geil ist, du kannst, wenn du merkst, irgendwie kommst du mit der Legende oder der Waffe nicht klar, gehst du drauf, kannst du die Legende und deine Waffen ändern. Das ist schon mal Punkt 1, den ich extrem geil finde. Besonderheit Nummer 2. Wir sehen hier A, B, C, die sind aktuell noch neutral und nicht eingenommen. Wir haben die Homebase der Enemies, der Gegner, und wir haben unsere eigene Homebase. Bei der können wir immer respawnen. Und jetzt kommt die Besonderheit, die ich richtig geil finde. Hast du zum Beispiel Punkt A eingenommen? Moment, ich gehe mal kurz hier und vergrößere das ein bisschen. Kriege ich die Seite vergrößert? Ja, ich kriege sie vergrößert. Man sieht hier so eine gestrichelte Linie. Bedeutet, nimmst du Punkt A ein, dann ist deine Homebase mit Punkt A oder mit der A-Base verbunden. Heißt, gehst du drauf, kannst du in deiner Homebase oder im Punkt A spawnen. Wenn du jetzt zusätzlich noch Punkt B einnimmst, kannst du, wenn du drauf gehst, im Punkt B spawnen. Achtung, verlierst du aber Punkt A, hast aber B immer noch eingenommen, kannst du bei Punkt B nicht mehr spawnen, weil du keine direkte Verbindungslinie von Homebase zu A, zu B oder eben zu C hältst. Also hältst du A und B, kannst du egal wo hier spawnen, verlierst du Punkt A, ist es vorbei, dann kannst du nur noch in deiner Homebase spawnen. Das sollte, denke ich, klar sein. So, jetzt machen wir das mal wieder ein bisschen kleiner, damit ich hier ein bisschen die Kontrolle behalte. Was noch besonders ist, es werden immer mal Care Package oder Loot Drops irgendwo random gedroppt, wie das aussieht, vielleicht wie in Arenas mit richtig krassen Waffen, die sehr stark sind, natürlich auch sehr begehrt, müssen wir nicht drüber reden. Und du kannst, wenn du in diesen Zonen bleibst, sammelst du Punkte für dich und dein eigenes Skill-Level, für dein eigenes Bewertungslevel. Dadurch kannst du deine Waffen pimpen. Das sehen wir gleich. Gehe ich noch drauf ein. Und was auch geil ist, wenn du spawnst, wenn du in deiner Homebase spawnst, kannst du mit einem Trident mitten in die Action fahren. Es gibt aber auch wie im Holobash-Event auf den Gleisen diese Skydive-Kissen, die dich nach oben schleudern. Und du kannst auch in die Action reinfliegen, dass du nicht erstmal ewig mit Laufen beschäftigt bist. Und Kills sind für diesen Modus relativ uninteressant, was die Punktewertung zumindest betrifft. So, jetzt haben wir erst einmal das Loadout. Das sieht so aus, kennen wir aus dem Holobash-Event, wurde ja geändert. Und wir haben hier noch ein Bild, wie das mit den Visieren aussieht. Dann haben wir hier die Zonenkontrolle, wie das live aussieht. Wir sehen auch hier in dem HUD zum Beispiel B und C ist noch neutral, grau. Rot bedeutet Enemies und wenn jetzt hier was blau wäre, wäre es eine Zone, die euer Team zum Beispiel hat. Ach mal, ich sehe, man kann natürlich auch eine Kraber finden. Und, ich erkenne nicht, ist die Alternator, ich glaube die Alternator ist hier in der Auswahl wieder orange. Das heißt, die Alternator scheint tatsächlich wieder eine Flora-Waffe zu sein. Oder irre ich mich, sehe ich das falsch, berichtigt mich gerne. Ich kann auch hier gerne nochmal... Ich glaube, das ist nicht rot, das ist orange. Das ist Alternator, das ist wieder eine Flora-Waffe. Jawohl. Ich glaube, es so zu sehen. So, dann haben wir manchmal wie so eine Art Mini-Event auf den einzelnen Schauplätzen. Ist bei Punkt A, B oder C so ein Mini-Event und du hältst diese Zone, kriegst du extra Punkte. Müssen wir nicht weiter viel erzählen. Und hier wird nochmal gezeigt, dass du hier, wenn du diesen Punkt hältst und diesen Punkt hältst,
Na, den Punkt kannst du nicht halten. Wenn du A hältst, kannst du auch hier spawnen. Oder eben, wenn du dann das einnimmst, auch hier spawnen, wenn das hier vorkommt. Volle Kontrolle wird auch kurz beschrieben. Das heißt, wenn du alle drei Punkte zeitgleich hältst, dauert das noch ein paar Sekündchen. Da kommt ein Counter. Und wenn du innerhalb dieses Counters die Zonen immer noch gehalten hast, gewinnst du die Runde. Das soll aber wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig werden. Es gibt ein Leaderboard, finde ich extrem geil. Schön, dass Respawn da selber auf die Idee kommt, ohne dass es sich die Community erst wünschen muss. Wir sehen hier zum Beispiel einen Killspitzenreiter, der aber für die Punkte uninteressant ist. Punkte werden am meisten vergeben, wenn du dem Team hilfst. Und das bedeutet nicht Gegner töten. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, Punkte einnehmen. Ganz einfach. Ganz simpel. Und hier haben wir zum Beispiel so einen Punkt, der Kollege nimmt jetzt hier gerade C ein. Und am besten lese ich das hier mal vor, weil das ein bisschen kompliziert zu erklären ist. Zuschauer sehen gerne knappe Spielausgänge und je mehr ihr eurem Team helft, desto höher wird eure Wertung sein. Wertungen sind in Stufen unterteilt: Blau, Violett, Gold. Jede Stufe ist zunehmend schwieriger zu erreichen, gewährt dafür aber auch mächtigere Waffen. Mit jeder neuen Stufe erringst du mehr Punkte oder bekommst du eine ultimative Fähigkeit, um eure Legendenfähigkeiten noch effektiver einzusetzen. Sobald ihr die Maximalstufe erreicht habt, quasi Gold, könnt ihr eure Wertungen weiterhin steigern und mehr ultimative Ladungen sammeln. Und ihr seht hier zum Beispiel, wir werden hier auf Gold gerankt oder halten hier die Zone für einen bestimmten Zeitpunkt und auf einmal hat die Havoc einen lila Mac und einen Turbolader. Mega interessant. Und ansonsten gibt es hier auch nicht so viel mehr zu erzählen. Karten gibt es leider nur zwei. Eine auf Olympus und das ist, ach Gott, wie hieß der Place? Ich kann es mir immer nicht merken. Hammond Labs, natürlich der PS5-Spot und hier Barometer auf Stormpoint. Ja, gibt es sonst noch? Kontrolle wird natürlich ja extrem groß beworben, sollte klar sein. Sabotage ist der neue Spot auf Olympus. Wir haben Mad Maggies ersten Finisher. Zwei scheint sie insgesamt zu haben. Wir sehen auch beide im Trailer. Silver, der Vater von Octane, den haben wir den Kontrollmodus zu verdanken. Aber scheinbar wird... Ich bin gespannt, ob er der Sprecher ist. Mal gucken. Das haben wir noch nicht rausgehört. Wir sehen die Teams. 9 gegen 9, ist klar. Wir haben A, B und C, auch klar. Muss man nicht mehr viel erklären. Gott sei Dank, vorhin, als ich nämlich angefangen habe, das Video zu schneiden, eigentlich wäre es schon seit über einer Stunde online, man konnte auf der EA-Seite den Kontrollmodus nicht belesen. Da kam ein Error. Und ich war mit dem Video fertig und auf einmal kam ich auf diese Seite und dort gibt es noch einiges. Ihr habt es ja gehört, es läuft ein bisschen anders ab als bei Call of Duty. Also habe ich das Video nochmal neu gemacht und es hat eben leider ein bisschen länger gedauert, weil es doch mehr zu erzählen gibt und mehr, was man hier nicht rausinterpretiert. Ich bin übrigens auf den Radius gespannt. Ab wann zählt, ich bin in der Zone? Man sieht hier leider nicht so eine richtige Begrenzung. Da bin ich mal gespannt. Und allgemein sieht man viel Skins, Anniversary Event, Collection Event im Allgemeinen für das 3-Jahres-Event. Es gibt wieder, glaube ich, Erbstücksplitter. Und richtig geile Skins teilweise dabei. Wie gesagt, auf 3 Wochen erstmal begrenzt, aber ich gehe fest davon aus, dass wir hundertprozentig diesen Modus fest bekommen werden. Der wird reinhauen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der richtig beliebt wird. Wenn ich mich irre, dann wäre das echt ganz, ganz traurig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch so richtig auf diesen Modus freut. Ich freue mich auf jeden Fall. Also zum Warmspielen ist der sicherlich richtig genial. Ob der mal einen Ranked-Modus bekommt? Mal gucken. Viel gibt es hier nicht zu erzählen. Wir sehen ja natürlich eine Menge Action in den Trailern. Ist natürlich so ein Modus immer extrem interessant. Wir sehen hier gerade hinter mir Ratings Tier 3, 500 Punkte. Die waren quasi scheinbar 80% vollgeladen bis zur Maximaleinnahme der Zone. Und hätten sie das geschafft? Wir sehen hier den Rand hier auf dem Boden, direkt wo mein Finger ist. Ist der Rand weiß? Der würde dann blau werden oder gold? Keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Das ist alles noch ein bisschen wirr. Stopp. Tier 4. Okay. Man sieht das quasi richtig, in welchem Tier wir uns gerade befinden. Na, mal sehen.
Ach, das ist jetzt quasi blau, Stufe blau, lila und gold. Ach, jetzt sieht man das, jetzt sehe ich das erstmal raus, jetzt weil ich, wo ich weiß, wie der Modus funktioniert, hat sich die Waffe scheinbar verbessert. Ich muss nochmal ein Stück zurückgehen. Ich glaube, so habe ich es rausgesehen. Oder? Das war jetzt zu weit. Okay, das ist Standardzone blau. Ach nee, das war ja der Wertung. Das ist das Leaderboard, das Punkte-Leaderboard. Wie gesagt, Kills sind hier nicht so wichtig, sondern eher, dass du deinem Team hilfst, die Zonen einzunehmen. Jetzt sind wir hier auf blau. Keine Ahnung, ich sehe nichts raus. Ich dachte, hier hat sich die Waffe verbessert. Das kann auch sein, dass ich das falsch gesehen habe. Ich habe mich schon gewundert, was da jetzt los ist. Mad Maggie wird vorgestellt, ist klar. Und in dem Skydive sieht man hier, Sabotage ist der neue Spot auf Olympus. Und was ich hier ganz geil finde, hier guckt man im Hintergrund, in diesem Ballon ist einfach so ein Schiff abgestürzt. Das sieht auch so aus, als wäre das dort rein teleportiert worden. Und es gibt nämlich eine Besonderheit gleich, und das sehen wir hier, wenn ihr euch ja wundert, warum hier auf der linken Seite so viele Objekte so komisch leuchten. Ich hoffe, das interpretiere ich gleich richtig. So, wir sehen auf jeden Fall Maggie hier extrem schnell rennen. Bedeutet für mich schon, dass wir aus dem Trailer raus sehen, sie hat eine Shotgun an Bord, sie muss sie nicht in der Hand halten und sie läuft einfach verdammt schnell. Denn jetzt hat sie hier, glaube ich, schon die Mastiff auf dem Rücken und jetzt hat sie ihre taktische Fähigkeit abgefeuert und die finde ich extrem interessant. Und wie wir hier sehen, auf dem Boden leuchtet dieser Tracker, wo wir hinschießen, blau. Blau heißt, da kann ich hinschießen. Das bedeutet also, ich kann dieses Ding, quasi den Verbrennungsschaden, auch auf den Boden schießen. Also Legenden auch direkt anschießen oder einfach auf den Boden feuern und die können vielleicht reinlaufen. Der Wirkungsbereich scheint nicht... Ja, doch, der Wirkungsbereich ist doch schon relativ groß laut Trailer. Und hat Lifeline auf jeden Fall direkt gedownt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Schaden ganz normal... Wie so eine Thermitgranate funktioniert. Okay, jetzt hat sie erst eine Shotgun in der Hand. Pum. Du siehst halt nicht wirklich, ob ein Gegner jetzt markiert ist. Sie läuft immer noch sehr schnell mit Shotgun. Jetzt hat sie ihre Ulti aktiviert. Und wir sehen jedes Mal, wenn sie aufkommt, kommen diese Beschleunigungskissen. Und die explodieren halt irgendwann. Ich bin echt gespannt, wie schwer oder leicht es ist, mit dieser Wrecking Ball Gegner zu treffen. Finisher Nummer 2. Der auch ultra krass ist. Sehen wir hier nochmal die Draufsicht auf Olympus. Skybox im Hintergrund. Die neue. Der Spot sieht schon nice aus. Sabotage Olympus. Und das ist das, was ich vorhin ein bisschen überlegt habe. Wie genau funktioniert das hier? Dieses Sabotage-Ding, das ist ja dieses Teil von Mr. Silva, der Olympus weggeportet hat. Und mit diesem Ding kann er verschiedene Gegenstände hier, wie zum Beispiel diesen... Keine Ahnung, was das darstellen soll, dieses Gebäude oder diese Säule, hat der random irgendwo auf die Map gespawnt. Und in dem Trailer wird benannt, Achtung, man kann das wohl scheinbar als Deckung benutzen, aber die verschwinden irgendwann. Also sollte man genau aufpassen, wie man taktisch mit diesen Gebäuden umgeht. Ich bin mal gespannt, wie das genau funktioniert. Wie random das ist, wie lange die halten und ob es nur feste Spots gibt oder ob wirklich in jeder Runde die Dinger woanders spawnen. Mal gucken. Da zum Beispiel, wir sehen hier, Lifeline konnte hinter dieser teleportierten Deckung jemanden aufheben und es könnte sein, dass mittendrin dieses Ding auf einmal verschwindet. Das siehst du hier halt überhaupt nicht. So, und jetzt wird's interessant. Battle Pass. Der Battle Pass könnte geil werden, zumindest von den Skins. Ich glaube, Respawn hat endlich mal zugehört und wieder geile Sachen in den Battle Pass getan. Zum einen den Loba Skin, Stufe 25 oder 50. Und wir haben einen Hemlock Skin, Stufe 100 oder 110. Und guckt euch doch diesen Loba Skin an, der sieht doch ultra, ultra geil aus. Und auch der Havoc Skin scheint richtig edel zu sein. Wenn man hier so sieht, reaktiv natürlich. Skin mit Finisher. Sau stark. Hier hat man hier die Krypto-Drohne gesehen. Du siehst noch nichts vom Rework. Ich gehe davon aus, dass das Krypto-Rework erst irgendwann Mitte Season 12 kommt. Und nicht zum Start. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. So. Und jetzt, wo ich vom Spoiler gesprochen habe. Ach so, Anniversary Event. Wir kriegen
Vom 8. bis zum 15. Februar kriegen wir die Gelegenheit, uns drei Packs für Octane, diese Thematic Packs, freizuschalten. Einfach durchspielen. Und dann vom 15. bis 22. für Watson. Und dann noch für Valkyrie vom 22. bis zum 1. März. Und wir sehen jetzt, wenn man genau aufpasst, sehen wir nämlich gleich im Hintergrund alle Maps. Wir sehen hier Olympus auf jeden Fall. Wir sehen Stormpoint. Und wir sehen gleich hier Kings Canyon, das erste Mal in diesem Trailer, kurz vor Schluss. Das ist der Spot für das Caustic-Event. Hier sehen wir es. Ach so, na eben. Das sind die Skins für das Anniversary-Event. Das können wir payen und dann kriegen wir wahrscheinlich Erbstücksplitter. Und kein Erbstück. Die Skins werden sicherlich geil. Das ist jetzt zwar nicht mein Favorite, dieses Fellgedöns hier bei Revenant gerade, das sieht absolut grauenhaft aus. Zu Caustic und zu Gibby passt es tatsächlich, aber nicht zu Revenant. Und leck mich, Alter, diese drei Skins sind der absolute Wahnsinn. Gerade Walk sieht extrem nice aus, X-Men-Style, Cyclops. Aber der Skin von Loba, den haben wir doch schon. Sieht er nicht genauso aus? So ein legendärer Skin? Vielleicht ein bisschen abgewandelt. Bangalore sieht auch ultra stark aus. Und hier, wenn ich das hier sehe, da wird mir wirklich, das sieht aus, als wärst du auf Crack, wenn du das geil findest. Den Krypto-Skin in der Mitte, den kennen wir auch schon. Ich glaube, Season 4 oder 5 kam der. Und jetzt gibt es passend für Mirage und für Watson den Skin auch noch. Ekelhaft. Die Skins sind auch sehr nice. Hier von Fuse, den Piraten-Skin, den kennen wir auch schon. Passend dazu den Maggie-Skin und den Bloodhorn-Skin. Geil. Wirklich. Also ich glaube, Season 12 wird ultra nice. So, jetzt haben wir im Hintergrund noch einmal Kings Canyon. Also ich gehe davon aus, dass wir alle vier Maps haben. Wie die Rotation ist, hier sehen wir im Hintergrund World's Edge, wie die Rotation sein wird. Von Anfang an alle vier oder ob wir sie vielleicht endlich mal wählen können. Oder vielleicht ein Zufallsgenerator sagt, alles klar, jetzt spielst du auf der Map und jetzt auf der und nicht zwei Stunden vielleicht eine Map, auf die du keinen Bock hast. Das wäre auch mal was. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal überraschen lassen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr überzeugender Trailer. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Trailer haltet. Wie sehr freut ihr euch auf Season 12? Kann Season 12 endlich wieder ein bisschen mehr Hype ins Spiel zurückbringen? Ich weiß, dass Apex viele Spieler verloren hat. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Server stabil sind, könnte auf jeden Fall eine Menge passieren. Ich bin auf jeden Fall auf die Patch Notes gespannt. Sie sind aktuell noch nicht draußen. Ich gehe davon aus, dass die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Ich werde sie natürlich euch hier auf dem Kanal ausgiebig zeigen. Das war's von mir. Bleibt gesund. Gesund, haut rein, ciao.